Ja, hallo meine Lieben. Ich bin's mal wieder, der Volker von Backland Forest. Und ja, ein bisschen wackelig hier, ich bleib mal kurz stehen. Ich wollte euch erstmal einen schönen Pfingstmontag wünschen. Hier ist ein Wetter, was mich momentan in einer Sache, in einer Richtung aufregt. Erstens, ich bin immer mit dem Fahrrad und ich habe drei verschiedene Sachen, Oberteile mit. Jetzt bin ich wieder am Schwitzen, gleich wird es wieder kühl, dann ist es wieder warm. Gestern war es noch schlimmer. Gestern habe ich so eine 25 Kilometer Trainingstour gemacht, immer bergauf und bergunter. Und wenn dann die Sonne rauskommt, dann ist es richtig heiß. Also ich war mich mehr am Umziehen als alles andere. Naja, aber so ist die Natur. Und eigentlich wollte ich heute mir allein jetzt mal ohne was zu filmen, im Wald zu essen machen, aber ich bin heute Morgen auf ein super klasse Video von einem Channel gestoßen und außerdem soll es auch leicht regnen und ich möchte ja unbedingt das erste Video machen unter der Plane mit Regentropfen und was kochen und ich glaube, da habe ich heute eventuell Glück mit. Nein, ich habe ja mal gesagt, wenn ich einen neuen Kanal finde oder der Kanal mich abonniert hat und ich abonniere ja grundsätzlich jeden, der mich abonniert, auch wenn die keine Videos machen, das ist ein Prinzip. Und ja, ich habe heute ein Video gesehen von einem Kanal, das ist ein Newbie, ein Rookie oder wie auch immer man das nennen mag. Und der macht super klasse Videos und der ist noch mit den Abonnenten, ich glaube 6 Abos hat er erst. Und den möchte ich heute mal ein bisschen, für den möchte ich ein bisschen Werbung machen. So, das machen wir aber alles gleich. Ich suche mir jetzt erstmal einen Lagerplatz und ich gehe jetzt erstmal weiter. Der Schweiß läuft schon wieder, aber das ist auch gut. Bis gleich. Ja, meine Lieben, dieses Waldstück hier, das liebe ich absolut. Und das ist auch nicht allzu weit von meinem Zuhause weg. Und wisst ihr, an welchem Film mich dieses Waldstück hier immer erinnert? Besonders im Sommer jetzt, natürlich nur im Sommer eigentlich. Das sage ich euch gleich mal. Aber ich habe hier was entdeckt. Hier liegt ein kleiner Schädel, den muss ich euch mal zeigen. Ja, und da ich jetzt nicht so der Experte bin, ich würde mal schätzen, es könnte ein Reh sein. Aber ihr Experten unter euch, ihr werdet das bestimmt wissen. Ich denke, also ich tippe mal auf Reh. So. Dann lassen wir ihn mal weiter ruhen. Ja, wisst ihr, woran mich dieser Wald hier, dieser Waldabschnitt, woran der mich erinnert? An welchen Film? Es erinnert mich an den Waldmond Endor. Aus der Rückkehr der Jedi-Ritter. Und ich bin ja Krieg der Sterne-Fan. Ich sage immer noch Krieg der Sterne, denn so habe ich es kennengelernt. Das ist für mich immer noch absolut der Hammer. Und das liebe ich. Habe es mir auch auf Blu-ray gekauft. Und die alten Teile, wer das noch nicht kennt auf Blu-ray, das ist, als wenn das heute gedreht wurde. Da erkennt man jedes einzelne Haar. Und jetzt im Winter geht es ja weiter mit Star Wars. Und da werde ich auf jeden Fall auch ins Kino gehen. Ja, das erinnert mich immer so ein bisschen hier dran, an die Rückkehr der Jedi-Ritter. Da oben müsste jetzt nur noch so ein kleines Ewok-Lager sein. Oder hier den Weg entlang kommt jetzt so ein imperialer Läufer, dieser mit den zwei Beinen, diesen kleinen. Thank you.
Ja, ich muss mal eine kurze Verschnaufspause machen. Es ist irgendwie nicht warm, nicht kalt, schwül trotzdem, komisch. Prost. Aber es gibt gleich was Leckeres. Fleischwurst mit Bohnen. Also ich werde die Fleischwurst schön anbraten. Und das Ganze mit Bohnen. Und wer noch weiter interessiert ist, welchen Kanal ich denn heute mal ein bisschen hervorheben möchte, der bleibt dran. Und wer noch interessiert ist, das 839.000. Millionste Video zu sehen, wenn sich jemand im Wald was kocht, dann seid ihr herzlich eingeladen, meine Freunde. Naja, nützt ja alles nichts, ich muss weiter. Kleines Bächlein. Und da muss ich doch gucken. Ich gehe mal hier ein Stück hoch. Ja, ein Mensch mindestens muss aber auf jeden Fall schon mal hier gewesen sein, dass sie hier so einen kleinen Steg gebaut hat. So, als weiter. Ich muss gucken, kennt ihr das? Ich muss wissen jetzt, was hier oben ist. Hier geht ein Pfad hoch. Naja, hier möchte ich aber heute nicht mein Lagerchen aufbauen. Ich bin doch ein bisschen zu morastig hier. Und ich meine, da hinten kommt noch eine schöne Ecke gleich. Naja, gehen wir mal weiter. Bis gleich. Ja, Freunde. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin so viel im Wald. Fast täglich, zumindest im Frühjahr, Sommer. Und ich hatte noch nie eine Zecke. Ich weiß nicht, können sie mich nicht leiden? Teilweise bin ich ja schon beleidigt, dass sie mich nicht wollen, aber vielleicht liegt es auch daran, ich bin jetzt wieder durch hüfthohes Gras teilweise gelaufen und ich klopfe mich jedes Mal ab, immer. Also die haben wahrscheinlich gar keine Chance, erst irgendwie an mir ranzukommen. Oder liegt es vielleicht an irgendwelche Stoffe, die ich ausstoße? Ich weiß es nicht. Bis jetzt hatte ich jedenfalls noch keine. Und ihr seht, der Schweiß läuft, aber ich bin mal heute wieder so rastlos. Kennt ihr das? Ich bin mitten jetzt drin hier in der Natur und da vorne war gerade ein Specht. Man sieht ständig irgendwas anderes und ich habe Zeit. Wir haben jetzt, ja, das Sprichwort passt fast, es ist 5:12 Uhr. Hier bin ich hoch, also von hier bin ich jetzt hochgekommen und hier jetzt genau Bildmitte, da will ich jetzt weiter hoch und ich meine, da kommt gleich ein richtig schöner Fichtenwald. Thank you.
Ja, ihr seid ja auch noch da. Ihr wart eher oben als ich. Ganz schön steil. Aber das gehört dazu. Dieses körperliche Verausgaben in der Natur, dieses Auspowern, das finde ich, das gehört dazu. Denn das ist auch genetisch bei uns so festgelegt. Der Urmensch, der ging nicht nach Rewe, Edeka oder sonst wohin und hat sich einen Schnitzel gekauft. Der musste teilweise 2-3 Tage durch die Wälder laufen, ohne irgendwie so ein High-End-Survival-Gear-Set mit, ach, was weiß ich, wie die ganzen Marken da heißen. Ja, und das ist programmiert. Wir sind so programmiert. Und das ist, ihr kennt es ja auch, wenn du abends zu Hause bist, dann fühlt man sich so richtig, also das hatte ich auch damals beim Sport. Ich habe ja viele Jahre dieses American Football gespielt. Und wenn ich dann nach Hause kam, dann, kennt ihr das, dann habe ich immer früher schon gesagt, ich bin schön kaputt. Ja. So, Pause war genug, jetzt geht's weiter. Ja, meine Lieben, ich habe entschlossen, dass ich hier jetzt mein Lagerchen aufbauen werde. Es ist hier wunderschön. Ja, gedacht habe ich mir das folgendermaßen. Ich werde jetzt hier von diesem Baum zu dem da hinten, werde ich jetzt ein Seil spannen. Und an diesem Seil werde ich dann meine Plane festmachen, die dann hier nach hinten, nach unten geht. Und dann habe ich hier genug Platz, um es mir gemütlich zu machen. Tja, jetzt muss ich mich auch beeilen, es fängt mich an zu regnen und ich melde mich gleich, wenn ich es aufgebaut habe. Ja, meine Lieben, ich musste das jetzt doch ein bisschen hektischer aufbauen als gedacht, denn der Regen kam jetzt schneller und jetzt habe ich endlich das Ambiente, was ich so liebe. Man hört die Regentropfen auf der Plane und ja, das liebe ich. Jetzt werde ich mich erstmal hier drunter ein bisschen einrichten. Ich muss mich auch nochmal abschütteln, ich muss den Zeckenreviere und ich melde mich gleich wieder. Tja, meine Lieben, ich würde mal sagen, das nicht schön ist, dann weiß ich es auch nicht. Das ist mein Ausblick hier raus. Oh, ich liebe das. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Ja, eine Baumarktplane habe ich. Reicht auch. So, und jetzt werde ich es mir ja richtig gemütlich machen hier. Ich werde jetzt ein paar Steinchen suchen und dann mache ich mir hier eine kleine Ecke, wo ich meinen Spiritusbrenner anmachen kann. Und dann gibt es auch gleich was zu essen. Ach, das ist herrlich hier.
erstmal ein Päuschen. Das ist zu schön hier. So, meine Lieben, wenn ich jetzt hier was esse, dann werde ich euch jetzt was erzählen. Heute Morgen hat jemand ein Video hochgeladen, das habe ich mir direkt angeguckt, und zwar ist das der Ben Doc Bushcraft. Ich werde das mal verlinken hier unten. Und der hat auch einen Hund, ich glaube, das ist so ein Mischling Terrier Schäferhund, glaube ich mal. Und der macht so Tourenvideos, also zwei Videos hat er bis jetzt hochgeladen, und ich kann es wirklich für Leute, die sich wirklich jetzt dafür interessieren, auch Touren. Ich meine, das macht unsere Community doch aus, die Natur. Und dafür finde ich, dass sie teilweise zu wenig gezeigt wird. Weil ich muss keinen Wohnzimmertisch dauernd sehen, wo irgendein neues Ausrüstungsgegenstand Ständchen gezeigt wird.
Ich stehe sowieso auf so Tour-Videos und der macht das super klasse. Er ist auch noch relativ neu. Ich glaube, er hat erst 5 oder 6 Abos und das möchte ich jetzt gerne mal, für den möchte ich jetzt gerne mal ein bisschen Werbung machen. Und das habe ich auch vor kurzem schon mal gemacht. Das werde ich hin und wieder auch immer wieder mal machen. Denn ich weiß, wie schwer es ist, jetzt mit YouTube. Jeden Tag wird es schwerer, hier irgendwie einen Kanal auf die Beine zu stellen, weil es immer mehr werden. Und wenn ich mal was Gutes sehe, was ich meine, das ist gut, dann werde ich das hier in Videos ein bisschen pushen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch einfach mal die Tour anschaut. 2 Touren hat er bis jetzt gemacht. Er hat einen super tollen Hund. Und an dieser Stelle Grüße zu dir, Bandog Bushcraft. Ich verlinke es unten. Das schmeckt fantastisch. Ich melde mich gleich, ich esse mal in Ruhe auf. Ich habe es mir überlegt. Das hier gibt's.
Den kann ich wirklich empfehlen. Der schmeckt sehr, sehr gut. Das ist ein ganz toller Tee, der riecht jetzt schon so lecker. Und zwar ist der von Teekanne, das ist der indische Chai. Ich weiß nicht, ob man das vorhin so gut gesehen hat. Und ich finde, dieser Geschmack dieses Tees, der passt jetzt wunderbar zu das Ambiente hier. Ein ganz besonders schöner Tag heute. Ja, das Video wird wohl ein bisschen länger gehen, aber wie gesagt, man kann ja auch vorspulen, wenn es einem zu langweilig ist. Für mich können so Filme nicht lang genug gehen und es braucht auch keiner in Zeitraffer dann das Lager abbauen oder aufbauen oder sonst was. Ich könnte mir sogar angucken, allein nur die Tasse gefilmt, bis das Wasser kocht. Das würde ich mir rein tun und man hört die schönen Vögel hier, leider auch immer wieder Flugzeuge. Aber das lässt sich ja nicht ändern und von daher blenden wir das einfach mal aus im Kopf. So, meine Lieben, das war's jetzt für dieses Video von mir. Und vergesst nicht, ich würde mich freuen, schaut einfach mal rein zum Bandog Bushcraft. Wie gesagt, der Link steht jetzt hier unten in der Beschreibung. Und ich finde, er hat es verdient, dass man da reinschaut, denn das sind sehr schöne Touren. 2 Tour-Videos hat er gemacht, wie gesagt. Und mir hat es riesig gefallen und Freunde der Natur, denen dürfte es eigentlich auch gefallen. Ja, das war's, wie gesagt. Ich wünsche euch noch schöne Pfingsten. Ich weiß gar nicht, ob es noch Pfingsten sein wird, bis das Video hier online ist. Und ich würde mal sagen, macht's gut und danke, dass es euch gibt. Bis dann. Prost.